Hallo und herzlich willkommen zu den Energiesparlifehacks, heute aus der Weihnachtsbäckerei. In der Adventszeit gibt es ja die ein oder andere Leckerei, aber natürlich auch immer wieder Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu erhöhen. Und heute schauen wir uns an, wie wir durch ganz einfache Tipps den Stromverbrauch reduzieren können. Wichtig ist, ein energieeffizientes Gerät zu Hause zu haben, da spare ich schon ordentlich Energie. Woran erkenne ich ein energieeffizientes Gerät? Da hilft mir immer ein Blick auf das Energielabel. Wenn es im grünen Bereich ist, dann bedeutet es, ich kann ordentlich Energie sparen. Wenn ein Neukauf ins Haus steht, unbedingt auf das Energielabel achten. Dann geht es um das Thema Vorheizen oder in diesem Fall nicht vorheizen, weil es absolut nicht notwendig ist, hier vorzuheizen. Und dann kommen wir auch schon zu den Keksen. Die wollen wir starten. Da ist es ganz wichtig, dass wir Bleche, die nicht verwendet werden, aus dem Backofen rausnehmen, weil es unnötig Energie verschwenden und den Backvorgang verlängern würden. Das Thema Umluft ist ein wahrer Gamechanger beim Backen. Erstens einmal spare ich mir ganz viel Energie im Vergleich zu anderen Heizprogrammen wie jetzt Ober- und Unterhitze. Ich kann bei der Umluft 30 Grad weniger an Temperatur einstellen, was natürlich auch Energie spart und der Backvorgang, die Backdauer erhöht sich dadurch auch nicht. Und bei der Umluft habe ich auch immer die Möglichkeit, mehrere Ebenen gleichzeitig zu nutzen. Also ich kann mehrere Bleche reinschieben und dadurch natürlich auch Energie sparen, weil ich früher fertig bin. Ein vielgeliebter Tipp zu Omas Zeiten ist der Kochlöffel in der Backofentür, damit die Kekse nicht so leicht anbrennen. Wenn es um das Thema Energieeffizienz geht, ist es aber ein No-Go. Kochlöffel raus, Backofentür geschlossen halten und immer wieder ein Blick durch das Fenster, damit die Kekse nicht anbrennen, damit man es rechtzeitig im Griff hat. Das war's mit unseren Energiespar-Lifehacks zum Thema Weihnachtsbäckerei. Mehr Tipps gibt es wie immer auf unserer Webseite und ich wünsche euch eine wunderschöne und besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, gesundes 2024. Musik